Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom German Truck Simulator. Und heute werden wir wieder weiterfahren. Oh Gott, ich bin gerade fast reingefallen. So, ihr seht es vielleicht schon, das letzte Video müsste etwas abrupt aufgehört haben, wenn ich mich nicht irre. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen länger her, meine ich. Also, das letzte Video hat, glaube ich, mittendrin einfach dann aufgehört. Kann das sein? Und, ja, jetzt fangen wir hier auf dem Parkplatz an. Wir haben geschlafen. Ich zeige ganz kurz mal auf dem Map, wo wir sind. Denn ich habe eine Folge leider verloren. Beziehungsweise das Ganze ist so passiert. Sobald die Dateien auf YouTube hochgeladen haben und sie veröffentlicht sind, lösche ich die Videos eigentlich immer. Und das war natürlich auch bei der letzten Folge so. Ich hatte sie hochgeladen. Eigentlich war alles gut. Aber dann habe ich die Folge gelöscht. Ja, der Upload war abgeschlossen. Habe ich den Browser aufgemacht, geguckt. Muss noch Beschreibung reinkopieren. Das mache ich nämlich immer so, ne? Ich habe immer eine Vorlage und kopiere einfach nur noch da rein. Und dann ist mir aufgefallen, dass da irgendwas, sagen wir, nicht stimmt, denn ich konnte die, den YouTube konnte das nicht richtig verarbeiten und deswegen ist die Folge jetzt weg. Okay. Bla 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 bla. Wir dachten, sie könnten eventuell daran interessiert sein, eine oder zwei Werkstätten zu kaufen, um ihren Betrieb weiter zu vergrößern. Wir haben genau, was sie brauchen in Salzburg, Dortmund und Nürnberg. Kommen Sie vorbei und werfen Sie einen Blick drauf. Wenn Sie schnell vorbeikommen, können wir Ihnen den ungeschlagenen Preis von 25.000 Euro anstatt der regulären 75.000 Euro anbieten. Alle Bearbeitungsgebühren inklusive, mit freundlichen Gruß, Immobilienfirma. Wir wissen, was sie am meisten brauchen. Ist ja krass, ich glaube, ich fahre sogar nach Nürnberg. Ja, ich fahre sogar nach Nürnberg. Ist ja perfekt. Wir haben auch genug Kohle, das heißt, sobald wir in Nürnberg ankommen, werden wir uns das Ding unter den Nagel reißen. Und ja, das wäre ein großer Schritt für unsere Firma, meine Lieben. Ja, als ob der jetzt von der Autobahn abgefahren ist, um hier dann wieder aufzufahren. Übrigens habe ich die Kurve sehr, sehr gut genommen. Und ich muss wieder sagen, ich fahre wieder ohne Lenkrad, denn in den letzten zwei Folgen, also die eine, die ihr nicht gesehen habt, wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob man den Crash gesehen hat, wie ich es geschafft habe, dass der LKW so kaputt ist. Aber ich kann mich selber nicht mehr dran erinnern. Ist schon ein paar Wochen wieder her. Und weil es mit dem Lenkrad irgendwie komisch zu steuern war. Also von der Reaktionsgeschwindigkeit jetzt nicht so gut. Und ich habe das Lenkrad auch nochmal versucht. Einstellungs- und alles über Einstellungen und Lenkrad-Einstellungen, Spieleinstellungen, keine Chance. Also habe ich mich dazu entschieden, wieder mit Tastatur zu fahren. Ist zwar nicht so schön, finde ich, aber nun ja, was soll ich sagen? Hauptsache es geht. So, dummerweise habe ich letztes Mal ja meine Hardware vorgestellt, also die ihr jetzt gesehen habt, die letzte Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich gekommen bin und was ich schon alles gesagt habe. Das ist ein bisschen doof. Dennoch versuche ich jetzt in den nächsten Wochen mal meine Hardware-Liste unten in der Beschreibung aufzulisten mit Links und allem. Da könnt ihr nämlich alles suchen, nur wie gesagt, die Boxen oder auch meine Tastatur oder sowas, Sachen, die ich schon etwas länger habe, ja, oder mal irgendwo gebraucht gekauft habe, habe ich keine Quittung zu, keine genauen Artikelnummern oder sowas. Ja, und deswegen kann ich euch das halt nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall nicht so Produkte, wo man sagt, hey, wow, die machen es mir möglich, bessere Videos zu machen. Wie gesagt, ich habe eine ganz normale Office-Tastatur und ein besonderes Soundsystem haben wir jetzt auch nicht gerade, also.
Das einzige Besondere halt ist dann auch das Mikro. Ist ja alles in der Beschreibung bald. Das Mikro müsste auch schon so drin sein, glaube ich. Mikrofon müsste verlinkt sein, wenn mich nicht alles irrt. Ansonsten weiß ich nicht, was ihr da noch so braucht. Wir fahren in dieser Folge auf jeden Fall bis nach Nürnberg und dann mache ich schon wieder Schluss für die Folge. Weil in letzter Zeit nehme ich echt immer mehr kürzer auf irgendwie. Ja, weiß nicht, aber ich würde auch gerne mal wieder eine richtig, richtig lange Aufnahme machen. Nur meine Festplatte ist momentan ein bisschen zu voll dafür. Ich habe noch ein bisschen Videomaterial hier rumfliegen und da kann ich halt nicht so lange Aufnahmen auch machen. Und deswegen demnächst kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal eine Terabyte-Festplatte, noch eine zweite. Ja, weil auch ist mir aufgefallen, meine Festplatte ist sehr, sehr fragmentiert. Ja, ich habe tausende Fragmente rumfliegen. Was kommt davon, dass ich ja immer so große Videodateien habe, die dann bearbeite, die rohe Datei, die normale Aufnahmedatei, lösche die ganz große. Ja, dann bearbeite ich das nochmal weiter, um die Datei noch kleiner zu kriegen für den Upload. Dann lösche ich wieder die etwas größere Datei und habe ich letztendlich zwei Bearbeitungsvorgänge, drei Dateien. Ja, und durch das ganze Löschen hin und her haben wir halt immer sehr, sehr viele Fragmente. Und deswegen ist natürlich auch das Problem, dass meine Festplatte immer sehr, sehr fragmentiert ist. Und das bezieht sich jetzt natürlich nicht nur auf Videodateien. Mein ganzer Computer wird davon runtergezogen. Und deswegen werde ich mir wohl eine zweite extra... Ja, Arschloch. Ich möchte darüber. Auch wie das aussieht so, ne? Bin ich überhaupt richtig? Ja. Und jetzt fährt er langsam, genau. Ach doch. Scheiß Mercedes, ey. Upsala. Bin von der Taste abgerutscht. Na, immerhin fahre ich jetzt nicht mehr in die Leitplanke, nur weil ich mein Lenkrad ganz kurz vom Staub befreien muss. Okay, wir müssen gleich auch schon da sein. Weiß auch gar nicht, wie sieht's aus mit der E-Mail? Exklusives Lieferangebot. In Wien, Freitag, 21.05 Uhr. Da müssen wir uns beeilen. Wir müssen uns echt sehr, sehr ranhalten, Leute. Aber hier schon die erste Auffahrt nach München. Nach Nürnberg meine ich, nicht nach München. Wir sind wieder in Süddeutschland angekommen. Das finde ich auch schon wieder sehr, sehr gut. Hoppala, hopp. Hoppsala. Ich wollte nicht, ich fahre schon wieder so schnell hier runter, kann das sein? Mal ein bisschen langsamer fahren. Geht aber. Da steht ja auch irgendwo, wie schnell ich fahre. Ah, da. Schnelligkeit. Fast 60 km/h. 60. Hier ist 90. Die werden wir mal nicht fahren können. Ich muss einfach nur geradeaus durch und dann irgendwann links. Also ganz hinten links, okay. Oh, na, was mache ich denn hier eigentlich? Oh, komm, ich möchte noch über die grüne Ampel. Jawohl. Das an einem Werkstatt mal reparieren, habe ich ehrlich gesagt nicht vor. Das kostet mir jetzt zu viel Zeit. So, hier in Nürnberg ist die Garage billig. Die muss ich mir auch noch schnell krallen gleich. Komm. So langsam kommen wir echt in Zeitdruck, damit wir um 21.05 Uhr pünktlich noch in Wien ankommen. Müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten. Ich bin rasig hier gerade um mit 70 durch die Stadt. Ach komm.
Weiter geht's. Und hier nochmal direkt links abbiegen. So. Hoppala. Und schnell hier rückwärts rein. Upsala, wie fahre ich denn schon wieder? Ach, der Kies ist ein bisschen beschädigt, aber es macht hier nichts. So, komm. Hallo? Ey. Hey, ich sehe das nicht mehr. Ich glaube, es geht los. Hey, es gibt's doch nicht. Manchmal nimmt er die auch total an. Auch an, wenn das Ding eigentlich total schräg drin steht. Okay. Ah, 720 Euro nur. Das geht ja noch. Hier sind mittlerweile auch Berufseinsteiger, fällt mir auf. Ah, je, 42 wieder abgezogen. Macht ja nichts. Schließen. Was? Nein, ich möchte hier nichts prüfen lassen. Dann fahre ich halt nicht nach Wien. Arschlöcher. Fracht. Hallo, Fracht. Nur von Nürnberg aus. Toll. Ich muss eine Werkstatt kaufen von der Kohle. Ach, das ist er. Er ist ja rot. Ich kaufe von der Kohle jetzt eine Werkstatt und mache eine Leerfahrt. Kuckuck. Kaufe mir die Werkstatt und mache eine Leerfahrt. Jetzt reicht's mir aber auch. Jetzt sind wir auch noch ein bisschen. Oh Gott. Ein bisschen schneller unterwegs, wenn wir keine Fracht hinten dran haben. Dann schaffen wir es vielleicht noch pünktlich. Komm. Enter. Ja, ich möchte sie wirklich kaufen. Ja. Juhu. So, Leute. Enter. Nee, Werkstatt aufrüsten. Das kostet 500.000. Das machen wir noch nicht. Wir können hier eine Pause einlegen. Wir können tanken. Und in die Werkstatt. 1758, das kostet ja gar nicht so viel. Machen wir mal eben. Und tanken. Genau. Hier ist etwas billiger. Das sind hier die Großhandelspreise. Genau. Und weiter geht's. LKW heile. Tank voll. Und wir können wieder fahren. So. Muss ich nur kurz gucken. Die Route. Jetzt haben wir hier auch den Managementpunkt. Hier können wir andere Werkstätten auswählen, die wir haben. Haben wir aktuell nicht. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten nach Wien? Ich würde sagen, hier oben rum ist deutlich schneller als hier unten rum. Wir fahren oben rum, auf jeden Fall. So. Komm, fahrt, bevor die Ampel wieder, genau. So, und hier mache ich Schluss für heute bei dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wir haben unsere eigene Werkstatt. Wir machen uns jetzt frachtlos auf den Weg nach Wien, um uns dann den Sonderauftrag abzuholen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.